So, ihr Lieben, schaut mal, so sieht er aus. Unser Günni, Dr. Günther Frietsch von der Laufszene Sachsen, der Coach für alle Fälle. Günni, darf ich dich mal kurz umdrehen? Entschuldige, ich bin mal so unhöflich. Guck mal, hier steht's, ja, das kann man schön sehen. Laufszene Sachsen. Günni, hallo. Ohne Günni wäre ich verloren. Günni kommt so aus dem Südwesten der Republik, also etwa die Ecke, wo auch Jogi Löw herkommt. Man hört das auch sehr deutlich. Ne, obwohl das ist. Ne, deutlich sagen wir nicht, aber man hört es deutlich. Ich bin bekennender Badenser. Ich wollte sagen, wichtig ist der Unterschied zwischen der Pfalz und Baden. Nee, eigentlich zwischen Baden und Schwaben. Ach, Baden und Schwaben. Ah ja, also badisch ist symbadisch, sagt ihr. Zum Beispiel. Okay, also Günni führt mich zum Marathon, das schon seit einigen Tagen und Wochen. Wie sieht es aus momentan, so als kleine Bilanz? Es sieht ganz gut aus, aber es zeigt sich auch, dass wir so in der Peripherie noch ein bisschen was machen müssen. Ich hatte es ja schon angeregt. Wir machen ja schon nach dem Laufen immer regelmäßig Dehnübungen, aber ein paar Kräftigungsübungen schaden auch nicht. Wir wollen ja was an der Karosserie ändern. Wenn wir jetzt schon den Motor so gut getunt haben, okay, wollen wir nicht nur lackieren, sondern richtig umbauen. Da gehen wir jetzt mal an die Karosse. Ja, Achtung, ja. Das war der Kessel. So, was müssen wir jetzt machen? Ja, wir fangen jetzt nicht gleich mit dem Seilspringen an, sondern wir fangen jetzt mal ein kleines bisschen damit an, dass wir ein bisschen mobilisieren, dass wir jetzt auch ein bisschen so Koordinationsübungen machen. Sehr einfach, das ist wie Elfentanz. Wir stehen auf einem Bein. Sagen, das sollte man noch irgendwie ein bisschen Input drauf bringen, oder? Ja? Na, was machen wir denn da? Was heißt Input? Die Aufgabe war zu schwer.